Oi, da, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mal wieder mit dem Mitte-Ranking. Wie immer am letzten Tag des Monats. Hat sich natürlich wieder viel geändert nach der DM und vor der EM. Viele andere Nationals, viele Regionals, Amerika waren ein paar Turniere, in Europa viele CCG-Turniere. Zum Beispiel das von Chong am Sonntag. Videos dazu werden bald kommen, hoffentlich. Schauen wir mal. Es wurde viel gedreht. Aber fangen wir mal diesen Monat an. Da haben wir auf Platz Nummer 10 Synchro Fusionist. Interessantes Deck. Aber es hat nicht so wirklich den, wie sagt man das, den Anklang gefunden in der Community. Also, es haben jetzt nicht alle angefangen, das zu spielen oder so. Ein, zwei Paar, nur so ein paar wenige Leute. Also, es ist weiterhin ein sehr unbekanntes, nicht oft gespieltes Deck. Aber die wenigen, die es gespielt haben, beziehungsweise gegen die wenigen, die es gespielt haben, wurden jetzt ein paar Strategien entwickelt. Also man weiß jetzt, wann man Maxe abwerfen muss, wann man Veil aktivieren muss und sowas. Also das Deck tut sich auf jeden Fall schwer. Und diesen Monat noch auf Platz 10. Schauen wir mal, ob da irgendwas auf der EM geht, aber ich wage es zu bezweifeln. Dann haben wir wieder auf Platz 9, so wie letzten Monat, Domain Monarch. Hat sich nicht viel getan mit dem Deck. Viele sind auf XYZ Monarch umgestiegen. Zum Beispiel unser neuer Leiter, YouTuber-Freund Arthur. Er hat auf der DM noch Domain Monarch gespielt. Jetzt hat er die letzten paar Male XYZ Monarch ausprobiert. Mal schauen, wie sich das Meta so entwickeln wird und wie das so auf der EM ablaufen wird. Werden viele Panel-Decks wieder zurückkehren oder andere Decks mit dem Fokus auf dem Extra-Deck. Kann Domain Monarch vielleicht wieder ein bisschen was mehr reißen? Aber wir werden es sehen. Dann auf Platz Nummer 8 haben wir neu, relativ neu. Also, ich habe es jetzt das letzte Mal nicht unterteilt, aber dieses Mal schon. Cosmo Demise. Letzten Monat war es noch brandneu, da habe ich es noch nicht unterschieden. Aber jetzt sieht man das Deck öfter, wird öfter gespielt. Ab und zu hier, da auch in den Tops. Aber von den Demise-Decks noch finde ich es am schwächsten. Es werden noch in den anderen Plätzen, auf den anderen Plätzen paar andere Demise-Decks folgen. Hat sozusagen das Random Jusenju Demise-Deck von letzten Monat ersetzt. Das hat echt nicht in die Top 10 gehört. Wir haben mehrere Cosmos-Spieler bei uns, aber die haben das alle ausprobiert, aber bisher nicht so begeistert davon. In der Theorie klang alles sehr gut, aber praktisch gesehen hat es dann doch nicht so begeistert. Wir werden sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Ich werde es mir auch nochmal anschauen. Aber für diesen Monat nur Platz 8. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 ein weiteres Demise-Deck und zwar das wahrscheinlich bekannteste, meistgespielte und zwar Klee Demise. Nico spielt es, wobei er auf der EM wahrscheinlich was anderes spielen wird, wird sich noch herausstellen. Wir haben bei der German Yu-Gi-Oh! League leider dagegen verloren, da hat Steve leider gegen Klee Demise kassiert. Es war ein solides Deck, aber es hat seine obere Grenze, also über die 7 wird es 6, Platz 6 oder so wird es nicht hinausgehen. Dann haben wir auf Platz Nummer 6, jetzt auch neu, Magispected Demise, das dritte Demise-Deck. Scheint ein gutes Anti-Deck zu sein. Also Nico schaut sich das gerade an, sogar Bargash schaut sich das an. Aber wir haben unter uns intern eigentlich immer sowas, das nennen wir Lizenzen. Also theoretisch darf eigentlich nur einer immer das Deck, ein Deck spielen. Dazu machen wir sicher noch bald ein Video und da haben jetzt beide Interesse dran. Schauen wir mal, wie wir das regeln, wer das von denen spielen darf. Möglicherweise sogar beide. Aber das Magispected Demise ist der neueste Trend in Sachen Demise-Decks und bisher kann es überzeugen. Und wir werden auf jeden Fall sehen, was es auf der EM alles reißen kann. Dann kommen wir zu den Top 5. Da haben wir auf Platz Nummer 5 Cosmo Fire King. Hätte letzten Monat auch schon eher in die Richtung 4-5 gehen sollen, aber ich habe es noch weiter oben getan. Aber dieses Mal hat sich klar herauskristallisiert, dass Cosmo ein bisschen abgeschwächt wurde, also ein bisschen abgefallen ist. Keine Ahnung, woran das liegt. Also Cosmo war eigentlich immer noch sehr stark, aber irgendwie gefällt es den Leuten nicht mehr so. Wird auf der DM, ich meine EM, jetzt auch nicht so der Favorit sein. Aber man weiß nie und man sollte nie ein Deck abschreiben und wir werden sehen. Dann haben wir auf Platz Nummer 4, auch nicht unbedingt neu, aber
mehr definiert. Also am Ende letzten Monats auf der DM, da war es jetzt relativ neu. Man wusste noch nicht ganz genau, wie man das nennen soll, was es genau ist, aber eine neue PP-Variante mit Otis jetzt hat sich herausgestochen mit Sky Iris und Otis Unicorn und den Phoenixer und drei Terraforming, dann zweimal Sky Iris und dritte Zauberkarte entweder dieser magische Wald oder eben Necro Valley. Also Pendel stirbt einfach nicht aus, das entwickelt sich immer weiter und zurzeit daraus jetzt diese Otis-Variante geworden. Platz Nummer 3, auch sowas ähnliches, spielt die meisten Komponenten von dem davor, Magic Spectre Pepe, wobei das Deck sich jetzt mehr auf die Magic Spectre konzentriert. Viele benutzen die Draco Slayers gar nicht mehr, die sind nicht mehr nötig. Killian, das Bossmonster in dem Deck, benutzt auch ein paar Performer Pulse, Odd-Eyes Varianten Versionen sind mit dabei, manche auch noch die Magicians mit dabei. Und das scheint bisher die favorisierte Version von Pendel zu sein. Mal schauen, ob es auf der EM dominieren wird. Ich habe das Gefühl, dass viele das Deck spielen werden. Wobei der absolut perfekte Bild noch nicht entdeckt wurde, also von den auf Platz 3 und 4. Da ist noch einiges ausbaufähig und wir werden sehen. Dann auf Platz Nummer 2, Burning Abyss, immer noch mit dabei, immer noch stark. Man dachte, Ghost Reaper Winter Cherries wird das Deck zerstören, aber dem ist definitiv nicht so. Immer noch sehr, sehr stark. Langweilt immer noch sehr viele Leute. In einer Welt des Bricks ist BA zurzeit auf jeden Fall das konstanteste Deck, das theoretisch eigentlich nie bricken kann. Solange du zwei Monster hast, hast du einen Dante und dann millst du einfach was du kannst einfach. Und dann haben wir auf Platz Nummer 1 immer noch XYZ Monarch. Hat viele Optionen, hat die Vorteile von Domain Monarch plus noch die ganzen XYZ, sogar jetzt auch noch Synchro-Faxen Optionen mit Solkin. Monarch definitiv krasses Deck. Denke auch, dass es auf der EM der Favorit sein wird. Die haben einfach viele klasse Optionen. Krasse Draw-Karte, die dann auch noch aus dem Grave sucht. Eine Fallenkarte als Monster, das immer jede Runde kommen kann. Und so weiter. Dies, das, Stormforth, viel zu krass. Aber das war's für diesen Monat. Wie immer könnt ihr unten in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von der Liste haltet. Was ihr diesen Monat in den Top 10 seht. Was ihr vielleicht für die EM als Favoriten seht. Was ihr vielleicht spielen werdet. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder für ein anderes Video. Und bis dahin, leidet nicht. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.